Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Und ich möchte euch mal wieder ein verdammt verzeigen. Ich habe auch das nur jetzt so, weil das habe ich von einem Kumpel bekommen, von René. Und ja, der hat mir das so vorbeigebracht. Der hat sich das bestellt mit ein paar Coils. Aber ich kann euch auch keinen Link runterpacken. Ich weiß nicht, wo René das gekauft hat. Ich weiß nur, dass er das gekauft hat. In China. Oder hat er... Nee, doch, er hat gesagt, er hat in China gekauft. Er hat gesagt, er hat in China gekauft, aber er hat mir auch nicht gesagt, wo er die gekauft hat. Nur, dass er die gekauft hat. Und dass er sich dann halt, wenn er immer schon bestellt, gleich Coils mitbestellt hat, weil er weiß nicht, welche und wie sie dann nach Deutschland kommen und ob es die in Deutschland gibt, weil die hat er gesehen und wollte er dann unbedingt haben. Den gucken wir uns gleich auch an. Aber hier ist auch noch ein Ersatztank mit bei. Erstmal gucken wir uns die Coils an. Da kann ich euch das mal so zeigen. Seht ihr das? So, und da sind jetzt Kanthal Double Mesh 0,2 Ohm Coils mit zwischen 60 und 90 Watt. Kann man die bedampfen? Unten ist auch noch Frilung Pro Tank, Mesh Pro Tank und für den Frilung Tank, also da, wohl für drei verschiedene Tanks. So, dann hat er sich geholt, also die, insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 verschiedene Coils und er hat hier vier gekauft und dann hat er sich gekauft hier Kanthal Single Mesh 0,15 Ohm Coil mit 40 bis 70 Watt bedampfbar. Dann hat er Kanthal Triple Mesh 0,15 Ohm 80 bis 110 Watt. Und dann hat er SS316L Single Mesh 0,12 Ohm Coil von 400 bis 550 Fahrenheit, also Celsius, also hier steht es ja logischerweise in Fahrenheit drauf. Ich bin auf den Triple bin ich gespannt. Also einen hat er gesagt, ich kann auch aufmachen. Ich will den Triple wollen wir. Jetzt gucken wir uns aber erstmal an, was damit bei ist. Wir haben hier einmal so ein Glas. Das ist so ein bisschen... So. Vielleicht so. Seht ihr das vielleicht besser? So bauchig. Und da ist dann... Seht ihr das? Da sind dann die ganzen Gummis drin. Also Dichtungen. Dann haben wir hier einen Coil. Oh, der ist aber fett, ey. Leck mich am Arsch. Er hat den auch noch nicht bedampft, er hat mir den so vorbeigebracht und den holt er nachher dann gleich wieder ab. Ja, nur dass ich halt Video davon machen kann. Ich werde den halt auch nicht einmal kurz vielleicht für euch dampfen können, aber ich werde den jetzt nicht dauerhaft hier haben zum Benutzen oder so, weil den holt er sich nachher logischerweise wieder ab. Juckt die Nase, hebt Geld. Das sieht aus wie ein Single. So. Da muss ich ein bisschen vorsichtiger umgehen, weil das ist nicht meins. Wir gucken mal, ob da unten drunter noch was ist. Ah ja. Eine Anleitung. Der Freemax Pro Tank. Oh, man kann oben, von oben befüllen, kann man beiseite schieben, so sieht's aus. Das gucke ich mir gleich mal an. Wartet, nehmen wir erstmal den Pro Tank raus. Wir haben ja schon alle. Das ist aber schon ein schönes Schiff, muss ich sagen. Also der ist schon ganz schön. Und jetzt müssen wir mal gucken, wir haben hier eine rote... Ah, wir haben nämlich hier eine rote Kerbe dran. Und da können wir dann einfach ziehen und dann von oben befüllen. Das sieht gut aus. So, kann man das auch abschrauben. Oh, wir haben hier ein schönes, großes Drip-Tip mit einer großen Öffnung. Ich guck mal gerade, ob man das hier auch abschrauben kann.
Ich will die natürlich nicht kaputt kriegen. Ah ja, dann haben wir die komplette obere Base hier. Na, komplette obere. Ah, Dual ist gerade drin. Haben wir das komplette in der Hand. Das ist das Glas. Das ist das normale. Und dann kann man halt natürlich diese bauchige noch nehmen. Dann passt da natürlich mehr drin. Das stand irgendwo nicht. Ich habe es im Internet gelesen. Ich habe mir nämlich die Bilder schon ausgedruckt dafür. Also beziehungsweise nicht ausgedruckt. Was ich als Thumbnail nehmen werde, werde ich alle verschiedenen nehmen. Da gibt es verschiedene Farben. Weil ich habe kein vernünftiges Bild gefunden, wo Verpackung oder irgendwo mit drauf ist oder irgendwie, was man vernünftig zuschneiden kann. So. Schauen wir hier unten auch mal raus. Den fetten Coil. Ah, das ist ja wirklich ein Hoshi, Leute. Guckt euch das an. Das ist der Coil. Das ist ein Dualer. Und der Tank besteht praktisch nur aus Base, Oberstück und Tank. Und Drip-Tip natürlich. Sehr kompakt gehalten. Hier oben ist unten so schön groß alle zu sehen. Wartet mal, ich muss dafür euch mal die Airflow aufmachen. Dann seht ihr da vielleicht ein bisschen besser. So. Schöne große Airflow, doppelt. Auf der anderen Seite auch. Jetzt bin ich am überlegen, wir lassen mal den normalen Tank drin. Wir lassen mal den normalen Tank drin und... Trippel, 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 trippel. Einen kann ich ja mal rausholen. Also er hat gesagt, ich soll nicht so viel auspacken. Also ich soll, hat mir das extra vorbeigebracht, dass ich Videos machen kann. Aber wäre halt toll, wenn ich nicht jeden Coil auspacken würde und in die Kamera halten würde. So sieht das dann aus. Da sind drei Stück drin. Da seht ihr das. Weil, es sind ja nur drei drin. Würde er jetzt so besser finden, hat er gesagt, weil... Das kannst du ja verstehen, weil wenn er dann überall angefangen mit hat, wo, die man schon angepackt hat, dann ist das natürlich auch doof. Ich finde ja schon mal nett, dass ich das überhaupt zeigen darf. Hoppala. Ich muss jetzt... Achso, so, wartet mal, ich muss mal hier reinschrauben. So. So. Haben wir reingeschraubt, Triple. An der Seite ist es dann halt hier auch richtig fett. Große Öffnungen. Wir nehmen dafür auch gleich mal, was nehmen wir denn da? Mango hat nicht. Smoothie, genau. Ich nehme jetzt mal Smoothie. Das ist nämlich noch gekommen von meiner letzten Bestellung. Wo es dann halt ein bisschen später kam, weil das halt. Weil sie mir aus Versehen das Falsche geschickt hatten. Dann hatte ich da angerufen und da haben sie mir das Richtige dann nochmal zugeschickt. Oh. Jetzt habe ich innen drin auch was gemacht. Setzen wir das Glas auf. Schrauben das fest. Kein Hexenwerk. Jetzt muss ich gucken, der rote Punkt ist hier oben. Jetzt muss ich nur gucken, ob ich das mit den Flaschen vernünftig befüllt bekomme.
Geht. Da passt wirklich viel drin, muss ich euch sagen. So. Und jetzt können wir das hier einfach wieder zuschieben. Und das ist zu. Ich habe auch, da kriegst du auch fast bis oben hinzu. Und ich habe jetzt eine kleine Blase, die seht ihr jetzt nicht. Die ist auf meiner Seite, so. Der saugt auch noch. Jetzt gucken wir mal schon mal. So. Ohm hat der. Also muss ich mal gucken nochmal. Triple Coil, Triple. Wo haben wir den Triple? Dual. Der Triple. Den kann man von 80 bis 110 Watt bedampfen. Also ich würde jetzt sagen, ich lasse den mal hier noch ein bisschen ziehen. Und dann sehen wir uns gleich wieder in einer kleinen Dampfprobe, wie er zieht. Ich bin mal echt gespannt. Also der letzte, den ich mir von Freemax geholt hatte, war dieser kleine schwarze. Den habe ich bei Amazon mitgekauft. Also wenn der mir gefällt, dann kaufe ich mir den auch. Weil ich finde den so von der Form ganz gut. Und wenn ihr jetzt noch den Bauch hier Glas ran denkt, dann ist der natürlich noch ein Stück größer und ich kann den von oben befüllen. Schöne großes Drip-Tip. Plastik, ja, also von daher, ich lasse den jetzt erstmal durchziehen und dann gucken wir uns das gleich nochmal an. Und dann mache ich für hier jetzt erstmal einen Cut und das läuft dann halt durch. Ihr kennt es ja, kurzen Cut und dann läuft ohne Übergang, geht es dann gleich weiter. So, da bin ich auch schon wieder zurück. Wir haben den jetzt hier ordentlich durchziehen lassen. Guck mal, ist das irgendwie... Also viel an der Luftblase hat sich jetzt hier nicht geändert. Ich gucke mir das nochmal an. 80 bis 110 Watt. Ich fange jetzt trotzdem mal wie immer mit meinen 55 Watt an. Ich mache mal so. So habt ihr vielleicht ein bisschen mehr davon. Oh, die Airflow ist aber ein bisschen offen. Also da muss ich mal auf der Hälfte machen. Die ist mir zu. Ey, guckt euch den Airflow mal an. Das ist ja... Kann man die sehen? Ja doch, so. Die ist richtig fett hoch, groß, breit. Ich mach mal auf der Hälfte. Also Geschmack kommt definitiv. Ja, das 80 bis 110 Watt. So, dann polke ich das Ding jetzt einfach mal auf die 80 Watt hoch. So, 80 Watt habe ich jetzt. Ich habe die Airflow auf die Hälfte gemacht. Und der Geschmack ist noch kräftiger geworden, logischerweise. Ich mache jetzt mal die Airflow komplett auf. Also die ist jetzt auf der, also komplett offen. Also mehr auf geht gar nicht. Das ist mir aber mit meinem, das ist mir zu sehr Freizug. Also da ist überhaupt kein Stopp irgendwie, kein, gar kein Widerstand mit bei. Wir gehen mal auf 90. Ich gehe in 10 Watt Schritten voran. Ich mache mir aber die Airflow wieder auf der Hälfte. So ein bisschen Widerstand muss schon sein. Obwohl bei, auch bei der Hälfte nicht nennenswert Widerstand ist.
Oh, der Dickwit ist auch gut. Soll immer nach was anderem schmecken. Jetzt hatte ich gerade Wassermelone. So, jetzt gehen wir mal auf 100. Ich bin auf 100 Watt. Rettet das irgendwie 100 Watt? Ja. Muss ich mir immer aufpassen mit verschiedenen Farben, sonst pegelt der irgendwas ein. So, 100. Und jetzt machen wir die Airflow bei 100 mal komplett auf. Also der Drip-Tip ist nicht warm, nicht mal pupblau. Der Dampf ist auch so, wie er sein soll. Ich habe ja manchmal schon gehabt, dass der Dampf so warm war. Und dann vielleicht noch mit hochgespritzt kam. Was ist hier überhaupt nicht? Ich gehe jetzt mal auf die 110 Watt, was er sagt, was man kann. Ich mache mir aber die Airflow erstmal wieder auf der Hälfte. Jetzt mache ich mal die Airflow komplett offen. Ich gehe mal nochmal auf die 100. Ich mache mal 95. Weil 90 hat mir gefallen und 100 hat mir gefallen. Ich gehe jetzt mal auf die goldene Mitte, 95. Ich mache mir die Airflow aber jetzt mal ein bisschen mehr als halb zu. Also, ihr könnt da ja mal sehen. Sieht man es da? Mal Finger ranmachen. Da. Also ich habe wirklich nur dieses kleine Stück, was da dunkel ist, was ihr seht, da. So eine kleine Airflow habe ich. Finde ich angenehmer. Und der Geschmack kommt mir durch. Ich gehe jetzt doch nochmal hoch auf 110. Gehen wir auf 100. So finde ich das echt angenehm. Mach mal die Airflow noch ein Stück weiter auf. Holger, meine Frau, die kommt von oben runter. Die wird sich bedanken, dass sie gleich hier voll gedampft ist. Wird sie wieder flüchten. Doch, also so gefällt mir das. 100 Watt mit der Airflow. Bisschen unter der Hälfte habe ich es. Seht ihr das? Da könnt ihr durchgucken. Unter der Hälfte ist es. Also weniger als die Hälfte. Und es funktioniert wirklich einwandfrei. Und der Geschmack kommt kräftig durch. Und ich hab nicht wirklich Widerstand, kann man nicht sagen. Also nicht so, wie ihr es von anderen Verdampfern kennt, wo man so einen Widerstand hat. Also es ist immer noch frei. Aber ich habe das Gefühl, wenn ich die komplett aufmache, dass ich einfach so atme und dann halt mit Geschmack atme. Und mir fällt das halt so ein bisschen, wenn es nicht ganz so wie atmen ist. Also jetzt momentan mag ich das extrem mehr, wenn ich da so... Ja, und außerdem wird dann halt, wenn man weniger Luft durchzieht, wird der Geschmack dadurch intensiver. Ist mein Empfinden. Funktioniert echt geil. Also kann ich wirklich nur zurückgeben. Jetzt ist meine Frau schon abgehauen. Ja, das war ihr zu viel Dampf. Die kriegt nämlich Kopfschmerzen vom Dampfen. Warum, weiß ich nicht. Haben wir schon alles Mögliche versucht. Ich glaube, ich kaufe mir den auch. Aber ich kaufe mir in Dunkel oder so. Ich muss mal nochmal gucken, was das für Farben gibt. Also so vom Geschmack her fällt er mir sehr gut. Ich muss mal gucken, ich muss mal ein Liquid nehmen, wo ich vielleicht noch ein bisschen mehr Geschmack habe. Also was ich kenne, wie Tom Clark hier zum Beispiel. Aber das neue Liquid kommt hier sehr gut rüber. Ich habe andauernd einen anderen Geschmack.
Also hat der René wirklich echt was Gutes gekauft. Bin sehr begeistert. Ich glaube, ich kaufe mir den. Und wie gesagt, ich glaube, ich kaufe mir den auch. Mit Triple Coil oder Dual Single glaube ich eher weniger, aber ich glaube, ich kaufe mir den auch. Muss mal gucken. Ich habe vorhin nämlich Bilder gesucht. Ich habe noch nicht nach Preisen geguckt. Ich weiß nicht, wie teuer der ist. Kann ich euch nicht sagen. Ich weiß auch nicht, was er für die ganzen Coils jetzt bezahlt hat. Das kann ich euch auch nicht sagen. Ich weiß auch nicht, ob ich einen Link runter machen darf, wenn ich es ja nicht selber gekauft habe. Wenn ich es ja, von einem Kollegen zur Verfügung gestellt gekriegt habe. Aber ich denke mal, auf Amazon wird es die dann auch wieder geben. Freemax ist mal ganz schnell auch auf Amazon mit dabei. Müsst einfach mal in der Videobeschreibung gucken, ob ich einen Link runter mache oder nicht. Aber ich bin echt begeistert. Ich werde mir den auch kaufen. Und vor allen Dingen, der sieht echt auf der großen, sieht der doch echt gut aus, oder? Wenn der jetzt noch ein dunkel wäre oder weiß. Oh. Und wie gesagt, 5 Milliliter passen so rein. Und mit dem bauchigen Glas hier sollen 6 Milliliter reinpassen. Oder 7? 6 Milliliter. Die Coils sind ja auch echt extrem groß. Wie gesagt, ich kann euch die nochmal zeigen. Wo habe ich sie? Dritte hier. Das ist der Dual-Coil, der halt drin war. Und das ist der Single-Coil, der zusätzlich mit bei ist. Also die sind wirklich... Ich habe schon immer gedacht, dass die vom TFV4 groß sind, aber ich glaube, die sind noch eine Nummer mehr. Die sind nicht so hoch, aber auch so breit. Vielleicht sogar ein Stück breiter wie die vom TFV4. Würde ich jetzt so sagen. Ja, dann würde ich jetzt hier auch erstmal einen Schlussstrich ziehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ein Däumchen wäre ein Träumchen. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Wenn ich mir den selber gekauft habe, werde ich aber kein Video dazu machen, weil ich habe ja jetzt hier ein Video gemacht. Ja, und dann würde ich jetzt, wie gesagt, hier erstmal einen Cut machen. Ich kann leider keinen Langzeittest momentan machen, damit, wie gesagt, René kommt nachher und holt sich das Ding wieder ab. Das ist jetzt einfach nur nett von ihm gemeint. Der hat mir schnell den vorbeigebracht mit ein paar Coils, dass ich das mal zeigen kann. Achso, wir können uns nochmal die Coils angucken, aber nicht auspacken. Ja, das ist der Single Coil. Hier ist aber größer als der Single Coil. Ja, die O-Ringe, die gehen. Da müsst ihr aufpassen. Das sehe ich jetzt hier gerade, hatte ich auch eben beim Rindschrauben, dass die O-Ringe, die sind hier so mit drin, die müssen hier rauf, so wie hier. Ja, und hier seht ihr, dass die lose sind, dass wenn ihr die auspackt, nicht irgendwie kaputt macht oder runterfallen. Hier, das ist auch eine Single-Coil. Aber ihr seht, der ist jetzt viel größer als der, den sie mit reingepackt haben. In das Paket hier. Das ist Stainless Steel. Das ist für Temperatur. So, dann gucken wir mal jetzt hier die Single-Coils an, die mit bei sind. Hier auch wieder, die Gummis sind alle lose. Doch, die sind. Doch, die sind genauso groß. Die sind genauso groß. Und auch hier seht ihr wieder, dass die Gummis da einzeln rumschwirren. Die müsst ihr denn hier auf den O-Ring machen. Also hier auf die Rille machen, auf die oberste. Warum das so ist, weiß ich nicht. Also das ist das erste Mal, dass ich das sehe, dass bei Coils die O-Ringe lose sind. Achso, das ist das, was ich schon ausgepackt hatte. Ja, haben wir noch. Einen haben wir noch, und zwar den Double. Ja, das ist der Double. Und auch hier die O-Ringe wieder lose oben drauf. Die müssen dann halt hier unten auf das rauf. Und da seht ihr das Double. Kann man es sehen? So. Also hat der René was gejutet gekauft, muss ich sagen. Also finde ich toll. Ich werde ihm mein Liquid auch drinnen lassen.
kann er das gleich mal kosten. Der wollte das sowieso mal kosten. Das ist für die Leute, die das wissen wollen, das habe ich mir gekauft. Hier, das ist Skandal Liquids. Ja, das ist hier so multifruchtmäßig. Smoothie heißt das Ding. Und es schmeckt halt bei jedem Zug teilweise anders. Ich habe jetzt mehr Wassermelone und Erdbeer geschmeckt. Also zwischendurch mal Erdbeer, dann Wassermelone. Also ist zu empfehlen. Hätte ich jetzt so in der Form nicht gedacht, aber ist es wirklich zu empfehlen. So, dann kann ich das alles nämlich wieder wegpacken. Ich würde mich dann verabschieden. Ah, Däumchen wären Träumchen. Vergesst nicht, die Glocke zu drücken, wie ihr sagt. Könnt ihr mal unten runterschreiben, danke René, als ja, dass er mir das halt netterweise zur Verfügung gestellt hat. Ich werde mich natürlich auch noch bedanken. Ich lasse ihm Liquid drin und mal gucken. Auf jeden Fall kriegt er einen warmen Händedruck. Ich bin dann jetzt mal weg. Wie gesagt, ich kann leider keinen Langzeittest machen. Ich habe den jetzt nur jetzt zum Testen. Und heute nachher kommt René und holt ihn wieder ab. Aber ich werde mir den einfach mal kaufen. Ich guck mal nachher, wie teuer der ist. Ich werde mir den, glaube ich, auch kaufen. Aber in dunkel, nicht in so bunt. René ist eher so der Bunte. Der hat sich nämlich so eine, kann ich euch auch erklären, warum so, gerade die Farbe. Der hat sich nämlich von Smog so ein Alien-Ding geholt. So ein buntes Ding. Boah, Smog. Boah, hat er mir auch gezeigt. Jedenfalls ist die auch so bunt, grün-gelblich, so irgendwie. Ich glaube, war von Smog. Ich bin mir aber jetzt nicht hundertprozentig sicher. Und da passt das Ding dann natürlich super ruf, obwohl seins ein bisschen dunkler ist, aber egal. So von der Farbe passt es da richtig gut dazu. Ich hätte mir lieber was Dunkles genommen. Naja, gut. Ich bin dann jetzt mal weg. Wie gesagt, Adäumchen wäre Abträumchen. Wenn ihr Fragen habt, einfach in die Kommentare. Ich dampfe noch ein bisschen. Ich mache ihm den Tank dann wieder voll, aber ein bisschen muss ich damit noch dampfen, bevor meine Frau wieder runterkommt. Ich bin dann jetzt wirklich weg. Ahoi, sagt euer Odin.